Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich, der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Wir feiern Gottesdienst zum zweiten Sonntag nach Trinitatis. Ein Satz Jesu steht über diesem Gottesdienst. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gott lädt uns ein, er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, und er lädt alle ein. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass wir von dir wissen dürfen, dass wir von dir hören dürfen. Wir bitten dich, öffne alle unsere Sinne für deine Gegenwart. Öffne unsere Herzen, dass wir uns ganz dir zuwenden. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Wenn sich der Menschen holde und Wohltat all verkehrt, so find sich Gott gar balde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not, er rett von Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär der Tod. Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit. Es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt, mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben. Er schaff's, wie's ihm gefällt. Es tut ihm nichts gefallen, denn was ihm nützlich ist, er meint's gut mit uns allen, schenkt uns den Herren Christ, sein eingeborenen Sohn. Durch ihn er uns bescheret, was Leib und Ziel ernähret, lobt Gott im Himmelsthron. Lobt ihn mit Herz und Munde, welch er uns beides schenkt. Das ist sein Seelestunde, darin man sein gedenkt. Denn sonst verdirbt all Zeit, die wir zubringen auf Erden. Wir sollen selig werden und bleiben in Ewigkeit.
auch wenn die Welt vergehet mit ihrem Stolz und Pracht, nicht er noch gut bestehet, die wir so groß geacht. Wir werden nach dem Tod tief in die Erd begraben, wenn wir geschlafen haben, wird uns erwecken Gott. Hört Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch der beständigen Gnade Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt und zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Amen. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns unseren Predigttext für den heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis. Er steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott segne uns sein Wort. Liebe Gemeinde, vertraut ist es uns, dieser letzte Teil des Predigttextes. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Vertraut ist er uns, aber es ist wichtig, auch die Texte, die Sätze davor einmal genauer zu sehen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach. Was war die Zeit? In den Versen, in den Kapiteln vor unserem Predigttext wird es uns beschrieben. Johannes der Täufer, der Prediger, der war im Gefängnis. Er wurde beschimpft. Und Jesus wurde beschimpft, und er beschreibt, wie die Städte nicht auf sein Wort, auf seine Güte gehört haben, sondern wie sich Menschen gegen Menschen auflehnen, wie viel Unheil kommt. Die Zeit, in der Jesus predigt, war eine anstrengende Zeit, in der vieles, was Sicherheit gegeben hatte, plötzlich nicht mehr sicher war, nicht mehr da war. Also eine Zeit, die unserer gar nicht so unähnlich ist. Denn vieles von dem, was uns Sicherheit gegeben hat, es zerbröselt. Es zerbröselt durch einen kleinen Virus. Es zerbröselt, weil sich das Klima ändert in der Natur und in der Gesellschaft.
Zu der Zeit also, als die Konflikte aufkochten, da sprach Jesus all diese Worte. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Zwei Dinge, die eigentlich völlig ungewöhnlich sind. Es fängt damit an, dass in so einer Situation, wo viele Menschen Angst haben, man doch im Gebet eher klagen müsste. Aber Jesus lobt Gott. Ich preise dich, Vater. Und er lobt Gott, der ihm so nahe ist, mit einem ganz vertrauten Wort, mit einer ganz innigen Beziehung. Wenn vieles in der Welt unsicher ist, dann finden wir bei Gott Geborgenheit und Nähe. Er ist für uns wie ein Vater, der da ist, der sich um uns kümmert, der uns liebt. Und Jesus, mitten in dieser Welt findet er Halt und er lädt uns ein, es ihm gleich zu tun, Gott zu danken, Gott zu loben. Und dann die Weisen und Klugen, die es nicht verstehen und die Unmündigen, denen es offenbart ist. Auch hier kehrt sich etwas um. Normalerweise wissen doch die Weisen und Klugen immer alles und die Unmündigen, das sind die Kleinen und Dummen, die ohnehin nichts verstehen. Wir haben unser Raster im Kopf, wenn wir auf unsere Gesellschaft, auf die Menschen um uns herum sehen. Wir wissen, wem wir vertrauen und wem nicht. Aber erinnern Sie sich noch, vor ein paar Wochen, als die Corona-Krise gerade anfing, bedrohlich zu werden, da hatten wir auf einmal ganz andere Helden. Die Krankenschwestern, die sonst ganz schlecht verdienen, waren auf einmal die Helden, die Systemrelevanten, die alles am Laufen gehalten haben. Die Briefträger, die sonst bei Wind und Wetter immer draußen sind, auf einmal waren sie ins Blickfeld gekommen. Die Lehrer, über die immer geschimpft wird, auf einmal im Homeschooling merkten die Eltern, was für eine wichtige Arbeit da getan wird. Die Müllfahrer, auf einmal merkten wir, ohne die können wir nicht. Es kehrte sich auf einmal um, eine Hochachtung vor denen, die man sonst nicht sieht, vor denen, die aber unsere Gesellschaft am Laufen halten. Bewahren wir uns davon etwas? Ich habe in den letzten Tagen den Eindruck, dass diese Zeit ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten soll und dass auf die man vor ein paar Wochen noch voller Ehrfurcht und Stolz blickte, dass die wieder hinten runterfallen. Eine Umkehrung, eine doppelte Umkehrung. Jesus lobt Gott in einer Situation, wo wir meistens nur klagen und jammern und stöhnen. Und er kehrt das Verhältnis der Menschen um. Offenbart ist es denen, die sonst verachtet werden, die am Rand der Gesellschaft stehen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ein Satz wie aus der Werbung, wenn man irgendwelche Stärkungsmittelchen kaufen soll. Aber auch hier ist es anders. Die Einladung, kommt her zu mir. Es ist nicht, kommt her und bringt euer Geld zu mir. Es ist nicht, kommt her, ihr, die ihr beliebt seid, die immer im Mittelpunkt stehen. Sondern die, die am Rand stehen, die, die am Ende ihrer Kräfte sind, die sind eingeladen. Und Jesus verspricht ihnen Stärkung, Ermutigung, Erquickung, wieder neue Lebensgeister. Aber das, was dann kommt, ist wieder anders als das, was wir immer erwarten. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt er. Es ist nicht die Einladung, kommt, legt euch an den Pool und schlürft einen Cocktail. Es ist die Einladung, von Jesus etwas zu lernen. Und Lernen ist immer anstrengend. Es ist die Einladung, ein Joch auf sich zu nehmen. Ein Joch, mit dem Tiere oder auch Menschen in Sklavendienste gepresst werden, mit dem sie Lasten tragen oder einen Pflug ziehen. Nehmt mein Joch auf mich. Wer von Jesus eingeladen wird, der hat eine Aufgabe in dieser Welt. Der arbeitet hart. Und Arbeit,
Das ist so etwas Sinnvolles und Schönes. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mitten in die Zeit der Auseinandersetzung hinein sagt er diese Worte. Er sagt sie nicht im Sinne von, ich bin stärker als alles und ich zeige allen meine Macht, sondern er zeigt seine Macht dadurch, dass er es auf sich nehmen kann, sanftmütig und demütig zu sein und so an der Seite derer, die sich schwach und ausgegrenzt fühlen. Er lädt uns ein, Ruhe zu finden für unsere Seelen. Ruhe, weil wir in Beziehung mit ihm sind, in Beziehung mit Gott, der sich wie ein Vater um uns kümmert, in Beziehung mit Jesus, der für uns wie Bruder oder Schwester ist, der sich uns ganz nahe fühlt, der uns annimmt, so wie wir sind. Wir müssen nichts weiter tun, als uns von ihm rufen zu lassen, ansprechen zu lassen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er sich unserer in Liebe annimmt, immer wieder aufs Neue. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist das, mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Lasst uns Fürbitte halten. Herr unser Gott, du rufst uns alle zu dir. Du rufst die Starken und die Schwachen, die Fröhlichen und die Traurigen. Du rufst die Glaubenden und die Zweifelnden. Wir danken dir, dass du uns nahe bist. Wir bitten dich für alle, die nach Halt, nach Unterstützung suchen. Wir bitten dich für alle, die mühselig und beladen sind. Wir bitten dich für die, die Angst vor der Zukunft haben, dass du ihnen Trost und Mut gibst. Wir bitten dich für die Traurigen, dass du sie ermutigst, dass du ihre Tränen abwischst. Wir bitten dich für die Hungernden, dass du sie speist. Wir bitten dich für uns alle, dass du uns stärkst und fröhlich unserem Weg vertrauen lässt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.